Meine Freunde, die diesjährige Staffel Craft Attack wird anders. Die diesjährige Staffel Craft Attack wird anders aus folgendem Grund. Denn wir haben Leute dabei, die bis dato noch nie dabei waren, meine Freunde. Wir kriegen Unterstützung von Menschen, mit denen wir noch nie so eng zusammengearbeitet haben. Wir haben dabei Trimax. Wir haben dabei Romatra, wir haben dabei Spark, wir haben dabei Kevin. Wir fünf werden diesen gottverdammten Server einnehmen, dominieren und das von Spark geforderte Gewaltmonopol aufbauen und durchsetzen. Denn nur Spark hat gesagt, dass wir seinen Anweisungen Folge zu leisten haben. Und das werden wir tun. Wir werden heute die Brücke der Freundschaft errichten. Wir werden eventuell einen Erstschlag wagen gegen Petrit. Wir werden eins tun, wir werden hart durchgreifen. Meine Freunde, in diesem Sinne, herzlich willkommen zur ersten Staffel Craft Attack. Nein, zur siebten Staffel Craft Attack und dem ersten dazugehörigen Livestream. Mit dabei, meine Freunde, der unglaublich gut aussehende, unglaublich erotische Maximilian Trimax. Hallo Max. Moin Leute, Trimax hier. Alter, geil. Geil, dass du gerade da bist. Geil, du bist richtig passend dabei gewesen. Ey, mega, Junge. Mega geil, Alter. Max. Mega. Ey, ich hab so Bock, ne? Komm rein. Ich hab hier richtig mehr Bock. Komm. Also tatsächlich. Ich hab noch mehr Bock als du, das weißt du gar nicht, Leute. Auf Holy geht's, shit. Mann. Ich lade dich ein. Squadstream ein. Squadstream, ich lade dich ein. Ja. Ich hab schon. Bitte. Let's go, Alter. Hallo? Alter, Leute. Romatra. Ja. Craft Attack. Leute. Romatra. Ja. Ich beginne mit dem Wiederaufbau des Feldes. Leute, an der Stelle, regelmäßige Streams folgen nun. Der Prime Sub ist diesen Monat und nächsten Monat bestens bei mir investiert. Da muss man nachdenken und investieren. Nachdenken, investieren. Ja! Geil, Mann! Romatra, wir beginnen den Bau der Brücke der Freundschaft, so hörte ich. Gib mir kurz eine Sekunde. Die Brücke der Freundschaft kann sofort gebaut werden. Ja. Kann man die Kamera da rechts tun? Braucht man, ist das schlimm? Ich hab den links, also ist egal. Aber eigentlich. Links ist der Chat, da schreibt jetzt zum Beispiel jemand rein, Moin Leute, Trimax, jetzt möchte ich den Leuten dann schon nicht vorenthalten. Hast du den Chat in der Aufnahme drin? Ja. Echt immer? Wieso? Darf man das nicht? Nee, ist bei Crowdtech verboten. Es gibt keine Regeln, außer halt die Regel, dass man das nicht darf. Das war ein Witz, aber es passt schon. Scheiße, dann mach ich mich wieder Scheiße, weg. Alter. Mann, Max, ey. Warum, Max, ich schwöre dir, ich habe mit Spark schon gesprochen, ne? Ja? Spark hat gesagt, er möchte ein Gewaltmonopol hier etablieren. Romatra, du hast es gehört. Das war mein Plan. Ach so, ja, perfekt. Ich möchte die gesamte Bevölkerung unterjochen. Wir sind so rich einfach, dass keiner was gegen uns machen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Alter, ich hab so Bock. Ich mach jetzt auch mal schnell ein Intro. Mach das. Gut. Moin Leute, Trimax hier. Es gibt so gut wie keine Regeln. Es gibt gar keine Regeln, es gibt gar keine. Ja, man darf keinen Arsch halten. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach rüberlaufen und Unge töten. Doch, darfst du. Das werde ich auch tun. Doch, ich habe das. Das ist meine Spielweise. Ich bin nackt! Ja, aber das ist. Also in den Regelwerk steht, das darf man nicht sein. Okay. Rivi, hast du schon einen Aufzug? Also, nee, Aufzug mache ich gleich. Hier oben habe ich gedacht, mache ich meine Base. Komm her, Romatra. Kühe, die können wir auch gerne nehmen, dann, dass ihr unten auch welche habt. Ja. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Kann ich mir auch welche hochholen, lieber Spark? Den kannst du mitbenutzen. Schau mal hier runter. Oh, oh. Ah! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein, geil. So dumm, nein! Eine Aufgabe, Revi. Scheiße, Alter, bin runtergefallen. Eine einzige Sache habe ich von dir gewollt. Oh mein Gott. Ey, wir gehen gleich Dena töten, der hat mich schon beleidigt. Ja. Ey, Romatra, kannst du mir Wasser runterlassen, bitte? Von da oben. Wo lasse ich dir denn das Wasser runter? Das Ding ist, warte mal, ich komm hoch, Romatra geklettert. Sicher. Ja, ja. Wo ist denn mein Papagei? Warte mal, den Papagei, diesen roten? Nee, der rote ist mir. Der rote, achso, der rote ist tot. Den hat Romatra gestern umgebracht einfach. Nee. Romatra hat gestern einfach einen Vogel umgebracht, der da saß. Doch, in meiner Folge. Guck's in meiner Folge, Spark. Bin gespannt, der rote Papagei, das war mein Phoenix. Wenn dem einer was angetan hat, dann ist vorbei. Oh, Romatra, du bist jetzt schon raus. Oh mein Gott. Hey, Romatra, scheiße, ne? Ja, Spark, du kannst ja meinen Papagei haben. Basti, kannst du mir auch einen Papagei machen? Ja, ich habe hier noch einen grünen sitzen. Ein grünes, scheiße, ich hätte gern einen blauen. Okay, dann kannst du den blauen haben, den Spark nicht haben will. Okay. Ich will auf keinen Fall einen Papagei haben. Max, ich glaube aber auch tatsächlich, dass kein Papagei zu dir möchte. Das halt, ja, also auch das nächste halt, ne, so. Falls jemand von euch was zu essen braucht, ich habe Essen. Max, kannst du mir was hochbringen auf meinen Berg? Lieferservice, hast du? Lieferservice ist nicht drin. Warum? Ich zahle auch Trinkgeld. Trinkgeld! Du bist doch ein Handelsmann, oder? Nee. Du bist doch der Handelsmax. Du bist doch Trademax, bist du doch. Ich erstelle die Sachen nur her, ich liefere sie nicht. Mach doch nicht so. Und, Ich hab mich im Busch verfangen, ja. Ich hab mich irgendwie im Busch verfangen. Basti? Ja? Willst du mal was für die Gemeinschaft tun und uns alle Full-Dia machen? Ja, oder? Schon Bock drauf, ne? Sagst du?
Nee, ich will jetzt eigentlich gerade die Kaktusfarm bauen. Ja, ja. Weil dann hast du extrem viel XP. Und alle auch Full Tier dann, ne? Ja, okay, verstehe ich. Dann mach das doch. Also wie du magst, mir ist egal. Ja, kannst ruhig anfangen. Also hier, wo ich jetzt gerade bin, auf welcher Höhe würdest du mir vorschlagen? Romatra, willst du helfen, den Wasseraufzug zu bauen? Ein bisschen Diamonds mine gehen. Alter, bist du ein Bot, Junge. Wahnsinn. Also Romatra, Dingsfarm wäre schon richtig huge von dir. Wir brauchen erstmal, ich wollte erstmal geiles Equipment. Ich wollte uns eigentlich alles... Machst du mich auch Full Deer? Ja, ne? Ich würde uns halt alle Full Deer machen. Außer Spark, der hat eh schon. Ich hab schon. Spark ist schon Full Deer. Ich hab echt noch Dingswerkzeuge. Okay, du kannst farmen gehen, wenn du ein bisschen Diamanten noch, neben den Diamanten noch ein paar Eisen mitbringst. Ich bring alles Eisen, aber dafür musst du mir Essen geben. Das ist dir alles... Okay, und im Gegenzug, Max, krieg ich von dir dann dein Schwert, ja? Welches Schwert? Du bist doch Trade, Max, du musst doch mit mir handeln. Lass uns handeln. Ich hab gar keins. Du hast gar keins? Nee. Okay, schade. Dann reden wir gleich nochmal, wenn du eins hast. Wollen wir Dena töten? Dena töten? Ja. Wie gut ist der in Minecraft? Gar nicht, Alter. Wir gehen dahin, klatschen ihn einfach zusammen um. Der ist alleine, der hat keinen Freund. Ich hab gestartet. Ich will den erstmal ein bisschen. Nein, Spark, nein! Gewaltmonopol etablieren. Du hast es selber gesagt. Weil Dena hat eben über mich gelacht, als ich gestorben bin, Max. Was machen wir da? Wir müssen uns erstmal aufbauen. Eisenrüstung? Ich finde nicht. Also ich werde das gleich machen. Ich habe keine Rüstung. Ich bin einfach nur ein Fisch mit einer Schaufel. Oh, oh. Oh, Denas Freunde, Pillager greifen mich an. Bitte nicht schießen. Hören Sie auf zu schießen auf mich. Oh mein Gott, ich bin geflohen. Es war sehr knapp. Die hat Dena auf mich gehetzt, das weiß ich. Das ist der bezahlte Schlägertrupp. Dena macht sowas hier öfters in Craft Attack. Du musst richtig aufpassen, Max, ne? Dena ist der mieseste von allen. Echt krass. Ja. Der hat auch das UFO kaputt gemacht damals. Traut man ihm gar nicht zu. doch. Dena ist auch beim Rennen immer derjenige, der rammt. Und den anderen, ja, der meint auch Bremskabel durch. Der ist richtig verrückt. Dena ist richtiger Gangster, wirklich. Musst du aufpassen. Also ja, wir müssen es auf jeden Fall mit Basti verbünden. Der hat sehr viele Zuschauer und ist auch sehr gut im PvP. Dena ist zum Beispiel das Gegenteil. Dena hat nicht viele Zuschauer und ist auch nicht gut im PvP. Also den wir umbringen. Ganz wichtig. Wir gehen hier nach ganz klaren Kriterien. Junge, es ist so geil. Ich hab so Bock auf dieses Projekt. Romatra, bitte. Warte, Romatra. Hör mal bitte auf so euphorisch. Romatra, hör mal auf so euphorisch zu sein. Wirklich, das stört alle anderen. Das muss nicht sein. Ey, können wir jetzt mal kurz, also wir sind ja hier im Dschungel alle, ne? Ja. Wir brauchen so einen Namen. Ich verbinde ja mit Dschungel und kriege immer den Vietcong. Ich finde das ein bisschen historisch vorbelastet. Deshalb würde ich vielleicht was anderes vorschlagen. Spark, hast du eine Idee für unseren Namen? Uff, Alter, ist gut. Wir sind einfach nur Uff. Die Affengang, Alter. Die Affengang gefällt mir. Findest du Uff nicht gut? Ich finde einfach nur Uff toll. Uff ist super. Finde ich ganz beschissen. Vor allem, weil es Max beschissen findet. Deswegen finde ich es klasse. Ja, sollten wir machen. Wenn Max keinen Bock drauf hat, sollten wir uns dafür entscheiden. Perfekt. Max überstimmt. Können wir nicht einfach spielen erstmal? Max, es geht hier um Fraktionen. Name und Roleplay. Max, du verstehst das nicht. Du verstehst das hier alles gar nicht, ne? Warum braucht man Name und Roleplay? Der eiserne Pakt war wir letztes Mal. Hey, Dschungelmiliz. Irgendwie so ein Bruder. Weißt du, das Wort Dschungel. Oder die grüne... Die grüne Front. Die Grünen, ja. Wir sind einfach die Grünen. Die grüne Front, Alter. Das klingt gar nicht irgendwie radikal oder so. Das hört sich aber gut an, die grüne Front. Ja, wir stehen für erneuerbare Energien und Dena macht Autorennsport, also dürfen wir ihn umbringen. Ganz klar. Hey, Romatra, erzähl mal ganz gestern, wie du einkaufen wolltest. Das will ich nicht drüber reden. Doch, also ich erzähl's. Stell dir vor, so ein richtig hungriger Romatra, ne Max? Mhm. Er geht so einkaufen, denkst du, so, oh, jetzt was Leckeres einkaufen. Oh, geil, Häagen-Dazs ist im Angebot, richtig schön. Für die Fat-Gains hole ich mir jetzt Häagen-Dazs für 3 Euro, Alter. So, dann geht Romatra dahin und steht an der Kasse. Steht erstmal 20 Minuten an, schön 20 Minuten gewartet, überall Rentner vor ihm. Alle Mundgeruch, alle super, super langsam, 2 Herzinfarkte, Krankenwagen kam 3-mal, mega geile Zeit, ne? Romatra erstmal, wie gesagt, die ganze Zeit da gestanden. So, und dann kommt er dran, legt alle Sachen mit Tiefkühlware, die schon dabei ist aufzutauen, weil er so lange in der Schlange stand, legt es aufs Kassenband, packt alles ein, holt seine Karte raus und dann fällt ihm auf, scheiße, ich habe eine neue Bankkarte. Und was kriegt eine neue Bankkarte? Richtig, einen neuen EC-Code. Ja, das heißt, Romatra steht dann da, fast am Heulen, hat alles eingekauft, hat eine Dreiviertelstunde eingekauft, nichts bekommen und ist nach Hause gegangen ohne Essen. Mega geil. Oh, Alter, also... Das ist schon mal ultra low, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen... Relatable. Nee, ich hasse Leute, die kein Bargeld dabei haben. Achso. Ich hasse dich abgrund tief. Auf der legendären Party, auf die ihr nicht mehr gekommen seid, da habe ich ja mein Geld, da wurde mir mein Geldbeutel geklaut. Und deswegen Geldbeutel? Mein Geldbeutel? Das heißt Portemonnaie, sei erwachsen. Geldbeutel. Ey, sag auch Geldbeutel. Erwachsen, Alter. Junge, du spielst gerade Minecraft. Ja, du hast recht, ich halt's Maul. Revi, hast du schon vorbereitet? Hast du die Wasseraufzüge schon vorbereitet? Quasi schon, ja. Kannst du ein paar mehr machen? Kannst du so vielleicht so 4 Stück um diese Luftinseln rum? Absolut gar keinen Bock drauf. Ich mach hier einen, das war's. Holy shit, das sind Bergskelette. Kannst du die kurz besiegen?
Bergskelett, was talkst du? Max, was talkst du schon wieder? Die kam von der Klippe runtergesprungen, der hat mir in der Luft einen Jumpshot gegeben. Oh. Alles gut. Der stopft im Hopper drin, mach den mal weg. Der stopft im Hopper drin, das sind die Bergskelette. Geil, es sind wieder eine Menge Max-Zitate. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge Minecraft-Memes mit Trimax. Stark. So ein Scheiß, Alter. Hab's gekillt. Sehr gut. Ey. Na, guck mal, es funktioniert, voll geil. Klar, es funktioniert das. Sag schon, sag Max, das hab ja auch ich gebaut. Sag's, komm. Das hab auch ich gebaut. Perfekt. Und Matra, ja? Juck dich gar nicht, dass die Brücke fertig ist, oder? Doch, ich bin da halt gerade beschäftigt. Ich bin hier hart am Arbeiten. Kevin, wie schaut's? Komm, let's go. Ja, warte, ich verzauber jetzt das Dia-Schwert. Hey, der hat mich getötet! Was? Als ob. Ja, Digga, what the fuck? Ja. Bist du gerade an einem Skelett gestorben, Alter? Überhaupt nicht lustig. Der hat einen verzauberten Bogen. Der hat mich gewone-shottet. Dann hat er einen guten Bogen, wenn er dich gewone-shottet. Ja, ich weiß. Wieso hat er so einen mächtigen Bogen? Wo war das denn? Ja, weil Early Boy hat auf hart gestellt. Ja, der ist jetzt schon verbrannt. Ja, sind wir echt bereit zu kämpfen? Ja, sind wir. Max, Alter, du musst einfach nur draufklappen. Let's go, komm, bitte. Leute, wo wohnt Dena vom Spawn aus? Wir treffen uns am Spawn jetzt alle. Kommt alle zum Spawn. Romatra, wo bist du? Ich bin noch oben auf der Insel. Bist du auch noch oben auf der Insel? Ich zeig dir, wie man runterkommt, Romatra. Guck mal hier, Romatra. Einfach hier runterspringen, das Wasser. Oh Junge, ich sehe das Wasser nicht mehr. Einfach geradeaus runter. Oh, war das. Und dann auch hier einfach nochmal. Und schon bist du unten, siehst du? Mega, ne? Guck mal hier, Max, rechts, guck mal hier, der Aufzug. Ist geil, oder? Der Wasseraufzug hier. Siehst du den? Hier rechts, also rechte Seite, oh, da am Berg. Schön. Ei, der zieht euch hoch. Ja, ja, da wohnen wir ganz oben, Alter. Sieht geil aus, ne? Das ist krass. Ja, ja, haben wir jetzt eben gebaut. Siehst ganz du die geil. Fliegende Insel da mit dem Beacon in der Mitte? Ja, ist der Spawn. Da wohne ich. Nee, das stimmt nicht. Da kann man nämlich nichts machen. Zieh dir eine Rüstung an, es wurde alles gepetzt. Muss ich die anziehen. Tue ich aus das Schild in die Offhand. Gut, wir sind jetzt oben am Spawn. Wo müssen wir hin? Bei Zander. Wo wohnt denn Zander, Leute? Wir sind jetzt zum Spawn hochgekommen. Einfach auf diese Druckplatte. Auf die Druckplatte. Das kriegt Max schon wieder nicht hin. Wo seid ihr denn? Das ist doch scheiße. Wir machen das zusammen alle. Dena will off gehen. Schnell. Alle sagen, Dena geht off. Dena baut auf maximaler Bauhöhe. Warte, ist das mein Nachbar? Hinter euch. Hinter uns. Okay, dann müssen wir nach Norden. Okay, dann kommt mit mir. Fliegt ihr hinter mir her? Ja. Hier lang, ja, und dann alle F drücken und Boost holen. Ja. Boost holen? Wo ist denn Boost, mit F, Digga? Mit F. Als ob. Wen haben wir verloren? Kann man boosten. Bin da. Da ist Zander. Scheiße, ich schaff's nicht. Das ist Zander. Hier muss Dena irgendwo sein. Ich hab's geschafft. Fuck, ey. Ich hab's einfach geschafft. Ich hab's richtig gut geschafft. Max, Alter, das war richtig krass. Das war richtiger Alter. Fliegerangriff. Kevin, vorsichtig, Zander. Leute, oh mein Gott. Runtergehauen. Zander. Mich auch. Ey, so Kopf, Alter. Das ist Zander. Das bedeutet Alter, okay. Ist Dena jetzt wirklich offline? Ach, da kommt Zombies. King Junge, Dena, oh mein Gott. Online. Was für eine Snitch. Ich zünde jetzt Zanders komplette Base an. Mir egal. Ja, Digga, er hat mich runtergeboxt. Ich hab nichts gemacht. Ja, ist halt echt. Wir kamen friedlich zum Handeln und er das hat. Stimmt allerdings. Okay. Und er hat einfach angegriffen. Drybex hat es alles angebrannt. Hast du die komplette Insel von denen angezündet, Max? Ja. Sehr geil! Stark, Max! Stark! Wir kamen zum Handeln und wurden getötet. Erinnerst du dich an den Film 300? Wo so ein okay, lass hochgehen, Alter. Und, nee, das reicht jetzt erstmal. Nein. Ich hab auch noch meine persönliche Rache jetzt auszutragen. Wir haben sie geplündert, das ist alles gut. Ich geh da jetzt hoch. Feuerzeug bitte. Nein, Leute, wenn ich hier, ganz ehrlich, Alter, wenn ich hier direkt so abgefuckt werde. Ich zieh mich zurück. Bin ich raus. Ich hab keine Pickaxe dabei. Kommt jemand mit? Ich hab eine Pickaxe hier von dir, glaube ich, aufgehoben. Hast du eine Eisenpickaxe? Ja, ruhig, genau. Komm ruhig mit hoch, Kevin, hier. Oh. Ich hab seine Freunde getötet. Junge, du hast Nessie gekillt. Ich töte auch Frauen, ist mir egal. Du Assi! Na, ich weiß nicht, ob ich da noch mitmachen will. Oh nein, Revi! Pass auf! Der Frauen und... Oh Gott, Revi, du bist voll brutal. Ja, dann nimm deren Lapis Lazzi mit und dann gehen wir, komm. Komm, wir haben genug angerichtet. Ja, ich geh jetzt auch lieber, weil Revi, das wird wieder nicht gut enden, was du da hast. Nee. Das ist auch zu. Das finde ich auch too much, Revi jetzt. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Oh, da will ich jetzt. Jetzt will ich auch nichts dazu zu tun haben. Sie haben den Erstschlag gemacht, wir haben uns vergeltet. Das ist alles. Ja, jetzt sind wir doch durch hier. Ja, die haben ja so eine ganz lange Brücke hier, zu dir. Geht mal gebaut. Vor, ich baue die Brücke hinter uns ab. Also. Oh, da kommen sie geflogen. Oh, ich, dass sie mich jetzt töten. Zander landet. Oh, Hilfe, ich will nicht sterben. Zander, seine Freundin ist bei dir. Anzünden. Ich glaube, sie ist runtergesprungen. Zünd es an. Zünd das Ding hier an, Max. Schnell. Wer ist das? Ist das einer von uns? Das ist Zander, der da kommt. Er will mich irgendwie runterhauen, er schafft's aber nicht. Pass auf. Ich will nicht sterben, auf keinen Fall. Ab dafür, Kollege. Zander, mach dich weg. Lappen, Alter. Ey, die alle gar nicht. Lass mal ganz kurz hier bitte das hier anzünden. Das hier, das ganze Ding hier, diese ganze Brücke da muss brennen. Die muss wegbrennen. Ich hab keinen Bock, dass die, Was ist hier? Das ist Zander, alles gut. Zander ist bei mir. Max, zuschlagen. Du darfst dich wehren. Max, er sieht dich nicht, komm. Yeah! Geil, Trimax! Warte, fahr hier runter! Hilfe! Alter! Oh, war das knapp! Heilige Scheiße! Ich hing schon an der Klippe und hab mich noch festgehalten! Holy shit, war das knapp! Ich bin schon gefallen!
Okay, krass, weiter geht's. Max, hier, komm, komm. Hier runterspringen, Max. Einfach runterjumpen ins Wasser. Verarsch mich. Komm her. Das ist doch viel zu schwer. Kann ich hier runter? Komm jetzt. Komm jetzt, Alter. Oh, das ist wie diese Dropper. Kennst du so Dropper? Oh, du Arsch! Das ist doch so dumm. Das ist so dumm. Das ist einfach komplett dumm. Das ist ja wahrscheinlich so schon gestorben. Was ist denn jetzt passiert? Revi hat mich getötet. Oh nein. Das ist halt low. Warte, ich bring dir deine Sachen, Max. Max ist richtig geil drin im Projekt. Das finde ich so geil. Max, ich stell dir hier ein Bett an die Kaktusfarm oder so, ja? Komm her. Ich habe schon so meine Bedenken, dass Max noch schlimmer ist als Revi, ey. Max ist kompletter Psychopath, Alter. Drei Eisen. So, let's go. Komm, Romata. Wir schauen, wo die letzten spawnen. Der Raid hat 5 Stufen, sogar ist ein großer Raid, Alter. 10.000 Viewer wieder auf Ehre. Maximal geil. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen hier irgendwo die Villager sein, Alter. Die müssen hier irgendwo sein. Wo hat er die denn eingebaut, Leute? Wisst ihr das wo? Der Raid wird auch schon getriggert von 20, 30 Blöcken Entfernung. Ja, ja, die müssten hier irgendwo bei Klüm sein. Klüm hält die unter Versteck. Fragen doch einfach, ob er sie eingebaut hat. Er gerade gesagt. Okay, dann müssten hier irgendwo noch Villager sein. Ich weiß nicht wo. Kommt der Raid eigentlich immer aus der gleichen Richtung, Spark. Die Koordinaten, Revi. Da oben ist sogar ein Iron Golem! Der Raid wäre jetzt schon längst getriggert, wenn da Dorfbewohner wären. Hä? Der Raid ist doch getriggert, Digga. Ich mach doch gerade einen Raid. Ich hab die Bossbar doch oben, Alter. Ah, okay, jetzt sehe ich sie. Okay, nee, stimmt. Dann passt. Ich hab's nicht gesehen. Ich war noch nicht da. Spark, komm mal zu mir hier. Du siehst die Raid-Leiste, ne? Okay, jetzt müssten ja aber hier halt noch irgendwo die Villager sein. Die müssen ja hier sein. Im Brunnen, sagt ihr. Im Brunnen sind doch nicht die Villager drin, oder? Oh, im Brunnen sind die Villager drin. Hier. Oh, ich hab die Pillager hier unten. Also. Echt? Sind die im Brunnen drin? Die Villager sind im Brunnen. Hast du sie wirklich gefunden, Regen? Nee, es sah so aus, Die hat mich getrollt. Scheiß Chat. Oh nein. Die ziehen aber richtig. Ja, warte, ich komme jetzt runter zu, ich helfe dir jetzt. Spark, wo bist du denn genau? Ich bin Richtung Osten gelaufen und es müssten aber noch 2, 3 jetzt überleben. Ich bin gerade auf Half-Life gedroppt. War dir schon oben auf dem Berg? Ja, war ich schon. Ich habe hier alles abgedrückt. Ich höre auch nirgendwo Villager, aber die müssten hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein, Leute. Die Villager. Ich höre die nicht. Nein, ich höre die nicht. Ah, ich sehe ihn. Warte, ich hole mir. Ich hole den letzten. Wo sind die Villager? Ne, die Villager sind nicht hier. Die Villager müssten hier aber irgendwo in der Nähe sein. Das Indiz, dass die in der Nähe sind, ist auf jeden Fall klar. Ist gegeben, ja? Ist absolut gegeben. Die Dörfer sind nicht mehr durch Strukturen gegeben, sondern durch lebende Dorfbewohner. Die machen selbst ihr Dorf jetzt. Ja, könnte sein. Ah, hier! Da! Ja, ja. Bist du dir sicher, Trimax? Ich wollte euch lassen noch, die beiden. Ich hab einen. Ja. Oh mein Gott, ich bin so low, Oh, der Raid baut sich auf, geht ja weiter. Oh, es geht weiter, geil. Ey, wir müssen jetzt gleich alle Auge machen, Digga, wo diese Raketen hochkommen. Dann sehen wir, wo die Villager sind. Dann mobsen wir die einfach. Wenn die eingebaut sind, dann werden die Raketen nach unterirdisch feststecken, ne? Klim hat keine Villager, Klim weiß nicht, haben, die okay. Fliegen ja nicht durch Blöcke. Okay, es heißt, hier sind noch welche und keiner weiß das. Der Iron Golem ist ja auch da, ja. Lass mal suchen, wo der Raid weitergeht. Das klingt doch schon dumm. Spark, ich sehe sie, komm hoch, Spark. Ey, hier sind 2 Stück nebeneinander von den Skelett-Spawnern. 2 Stück auf einmal. Spark, komm mal her. Okay. Entspann dich mal, Kevin. Entspann dich mal bitte. Spark, komm mal hier. Spark, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und dann hier runter. Hier rechte Seite. Aha. Da unten. Nein, es laggt. Ich werde sterben. Bei mir laggt es nicht. Vielleicht, weil ich in der Nähe vom Server bin. Max, kannst du das Maul halten, bitte? Kannst du mir das Maul halten, einfach, Max? Ja, war wieder scheiße gelabert. Ja. Sorry. Okay, jetzt geht's weiter. Achtung. Ja. Oh, ich bin zum Glück nicht gestorben. Schieß mit Armbrust auf. Basti, du wirst dein, Alter. Du kannst da so nicht reinlaufen. Hä, warum denn? Weil die so OP sind. Spark, bist du da? Ich bin da, ich bin über euch. Ich hab Kakteen vergessen. Ich hab einfach Kakteen vergessen. Also ich will euch auch mal ein bisschen was machen lassen. Ja, das kann jetzt nicht sein, dass ich Kakteen vergessen habe. Hexe hier vorne. Hexe sind keine Hexen. Zu den Viechern mit dazu. 2 verbleiben noch. Was, Hexen können auch angreifen? Nee. Nee, weißt du, die stehen doof da. Ja, nee, ich meine, die gehören auch zum Raid dazu. Die heilen sogar ihre Die heilen den Gravener. Wie heißt der nochmal, der große... Den Gravener. Das ist der Gravener, Alter. Abgeleitet vom Governor ist es der Gravener. Weißt du so viel, Trimax? Da sind 3 Spawner wieder. Spark, ich hab das Buch von Spark, hat mir zugeschickt, kostenlos. Hätt's mir auch gekauft, aber... Hier muss doch irgendwo ein Pillager sein, Leute. Ja, irgendwo steht noch einer gammeln. Ja, aber Spark, also bist du dir wirklich 1000%ig sicher, dass dann hier noch Villager sind? 999% sicher. Gut, Leute, ich lock mich an der Stelle hier aus und bin raus. Und wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise übermorgen. Ich muss mal schauen, wann ich das genau mache. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.